Gut besucht war das Maibaumumschneiden mit dem Trachtenverein Liesingtaler beim Volkshaus in St. Michael. Ein Fixtermin im Veranstaltungskalender des Trachtenvereins. Ja, als Trachtenverein sind wir natürlich eine Brauchtumsgruppe und der Maibaum ist im traditionellen Jahr eine ganz wichtige Angelegenheit. Nicht nur das Aufstellen immer am 30. April, sondern natürlich das Umschneiden. Das hat bei uns in St. Michael auch schon ein bisschen eine Tradition. Wir schneiden immer am Ferienwochenende um, also am ersten Ferienwochenende. Am Freitag war das Zeugnis und am Sonntag fällt der Baum. Und von der Tradition her ist er natürlich ganz wichtig, weil er im Jahreskreislauf mitten im Sommer eigentlich für uns steht und das ist unsere größte Veranstaltung vom Trachtenverein. Die Jugend, wie kriegt ihr die Jugend zu, wie können Sie die Jugend motivieren, dass beim Trachtenverein dabei sind? Ja, wir gehen jedes Jahr am Beginn des neuen Schuljahres in die Volksschule und schauen, dass wir wieder neue Kinder motivieren können. Und wir haben sie heute auch gesehen, das kommt bei der Bevölkerung immer besonders gut an, wenn die Kinder tanzen und das schaut einfach schön aus. Und wenn die Kinder ganz klein sind, Kindergarten, Volksschule, da funktioniert es noch ganz gut. Wo wir ein bisschen einen Durchhänger haben bei uns und leider Gottes die Jugendlichen, aber vielleicht wird es noch. Bevor es zum Umschneiden des Maibaumes kam, gab es zur Einstimmung eine Volkstanzvorführung der Erwachsenentanzgruppe mit der Kindertanzgruppe. Herr Bürgermeister, heute das Maibaumumschneiden da in St. Michael beim Volkshaus. Wie weit ist die Kultur mit der Gemeinde verbunden? Wie wichtig ist die Kultur für die Gemeinde? Die Kultur ist grundsätzlich ganz wichtig für die Gemeinde und die Volkskultur im Besonderen. Und das erleben wir heute wieder Brauchtum, Volkskultur, eben Maibaumumschneiden. Eine Tradition. Wie wird das organisiert? Wer ist da zuständig für das? Das macht da in St. Michael der Trachtenverein mit seiner Obfrau, die Frau Knoll-Elke, die macht es und hat natürlich ein tolles Team dahinter und das passt so irgendwie zusammen, weil sie auch Trachtentänze veranstalten, also eine prima Veranstaltung. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass das Wetter hält. Gell?
Natürlich auch der Landeshauptmann für die Trachtler da heute in St. Michael bei den Maibaum umschneiden. Die Kultur in der Steiermark, wie wichtig ist das für euch, dass ihr die Kultur ausgetragt ins Land? Naja, wir Trachtler sind eigentlich die Prädestinierten, die dieses Brauchtumleben hochhalten. Und es ist natürlich wunderbar, wenn nämlich die Vereine dieses alte Brauchtum und wie zum Beispiel eben dieses Maibaum aufstellen und umschneiden wieder richtig gepflegt wird. Das wollte ich gerade ansprechen, es ist ja nicht nur das Maibaum aufstellen und umschneiden, sondern auch der Volkstanz, was da praktiziert und erlernt und weitergegeben wird. Ja, also die Brauchtumspflege oder die Volkskultur erstreckt sich natürlich über alle Bräuche hinaus. Das heißt auch, dass wir nicht nur Volkstanzen und nicht nur musizieren, sondern die Bräuche, die einfach den ganzen Jahreskreislauf uns begleiten, dass wir den lebendig und wirklich aktiv erleben. Natürlich war für das Wohlergehen der Besucher bestens gesorgt. Die Wildschützkrainer sorgten für gute Stimmung und so wurde auch dieses Fest wieder ein Garant der Gemütlichkeit in St. Michael.